So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Pokémon Shiny Gold X mit mir, dem Regi. Und in der heutigen Episode habe ich herausgefunden, wie das mit dem Ghostbuster funktioniert. Es ist eigentlich wie folgt, Leute. Wir müssen den Ghostbuster erst noch in irgendeiner Form reparieren. Ja, wir müssen den Ghostbuster tatsächlich nochmal reparieren. Wir kriegen nicht das fertige Produkt. Nein, wir müssen mit dem Ghostbuster noch etwas tun. So, wie schalten wir das Ganze denn frei? Das ist eigentlich ganz einfach. Wir wissen, mit dem Ghostbuster kann man Geister fangen, ja. Es gibt einen Geist-Arena-Leiter in dem Game, ja. Einen Geist-Arena-Leiter in dem Game. Und der befindet sich in Teak City. Das ist der Jens. Und mit dem Jens müssen wir uns jetzt unterhalten. Und der kann unser unseren Ghostbuster dann sogar reparieren. Und mit dem können wir dann tatsächlich sogar diese Geister einfangen, identifizieren, was auch immer. Aber wir können da auf jeden Fall dann an den Geistern vorbei. Und ich für meinen Teil finde es recht lustig, dass wir tatsächlich vorher noch etwas machen müssen, damit wir den Ghostbuster mehr oder weniger reparieren. Finde ich tatsächlich nochmal interessant. Hätte ich persönlich nicht so gemacht, aber der Macher wollte es so haben. Und okay, wenn der Macher das so geplant hat, dann in Ordnung. Denn Jens befindet sich hier im Turm, hier oben. Dann ist er, Leute, Morty. Und er sagt, er schaut sich natürlich hier wieder ein bisschen um, um die legendäre Biester und so weiter zu sehen. Und er gratuliert uns dafür, dass wir jetzt der Champion sind. Und er sieht, oh, du hast einen Ghostbuster. Mhm. Und der will, klar, mach uns seinen Ghostbuster bitte wieder ganz, wenn es funktioniert. Okay. Er hat also eine Menge trainiert und er will ein Rematch oder was? Oh, okay, dann kriegt er natürlich noch sein... Ja, gut, okay, wenn du ein Rematch willst, mein Freund, dann kriegst du natürlich auch noch dein Rematch, ne? Also gibt es zwischendurch immer wieder so eine Menge Rematch gegen die Arena-Leiter. Und er leadet mit einem Gengar. Das ist interessant. Interessant. Ich muss aber gestehen, ich mag das Gefühl nicht, gegen so einen Gengar in-game zu kämpfen. Weil es den halt Destiny Bond kann. Aber wir sind zum Glück schneller, das ist... Ah, und da kommt Curse. Oh Gott! What is this? Das ist ein Level 65 Gengar, das Curse kann. Ich bitte dich. Also wenn du den Champion der Pokémon-Liga damit beeindrucken willst, dann musst du schon ein bisschen mehr leisten. Okay, jetzt kommt Dusclops. Hm. Ja gut, da darf ich eigentlich nicht drin bleiben, auch wenn ich es gerne tun würde. Hm. Wir gehen mal auf Freddy raus. Freddy ist, glaube ich, hier eine ganz gute Wahl. Gerade davor hatte ich eigentlich sogar schon Angst, aber... Ich dachte mir so, ja, das Ding kann bestimmt hier Willowish, ja, hier Irrlicht, ne, das heißt, du musst so ein Irrlicht irgendwie zu umspielen. Ja, sehr gut gemacht, mein Freund. Egal, wir wechseln wieder auf Thylian zurück. Thylian kriegt er halt im Bedrohung raus, was ganz gut ist. Und Nightshade, das macht sogar 66 HP Schaden, das ist nicht gut. Bisschen zu viel für meinen Geschmack. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt ein Rematch will, das wusste ich nicht. Deswegen hätte ich vielleicht sogar dann irgendwie Spin to Win oder so nach vorne getan. Jetzt ist nochmal Erdbeben. Aber minus 1 auf einen Arcani von einem Dusclops, das sollte nicht so viel Damage machen. Sag ich ja, da hat Nightshade, glaube ich, tatsächlich fast genauso viel Schaden gemacht. Ne, Nightshade hat sogar mehr Damage gemacht, seht ihr. Tja, KI. Immer schön Kopf anstrengen, ja, Kopf anstrengen. Wenn du nicht Kopf anstrengst, dann hast du ein Problem, Bruder. Okay. Und Flammen muss sogar zurück, oder? Das ist echt praktisch in der Situation. Ja, jetzt, wo wir aber praktischerweise schon mal in Kanto sind, Leute, werden wir hier natürlich noch ein paar Dinge erledigen, die wir hier noch zu tun haben. Und das heißt, wir werden zum Beispiel bei Kurt den GS-Ball abgeben. Wir werden unter anderem nochmal im Eisbad vorbeischauen, weil es ja dort diesen Wasserfall gab. Und ich mich die ganze Zeit frage, was befindet sich dort unter dem Wasserfall? Und sowas in der Art. Das werden wir alles natürlich noch tun, wenn wir jetzt nochmal schon mal hier sind. Bevor es dann weitergeht nach Azuria City. Und ja, es sollte sowieso nicht so viel Zeit beanspruchen, was wir jetzt hier geplant haben in Johto. Weil wir sind ja nach langer Zeit wieder back in Johto. Und ja, dieser Typ mit dem Abra, Kadabra, mit dem Tauboss, ich glaube, im Originalspiel war es ja ein Abra, genau, der teleportiert dich dann hier hin. Der hatte eigentlich sogar noch ein paar andere Dinge. Ich glaube, der war sogar nach der Liga eigentlich direkt weg, wenn ich mich nicht irre. Naja, was soll's. Jedenfalls, was ich euch damit sagen möchte, ist einfach nur, ja, uns geht's in diesem Kampf ziemlich gut. Ich kann mich nicht beklagen. Arcani macht hier einen soliden Job. Arcani ist halt so immer solide, grundsolide gegen Geist-Pokémon. Geist-Pokémon sind ja immer tricky. Die wollen die, vor allen Dingen in den heutigen Spielen, die wollen
die Pokémon immer verbrennen mit Irrlich und so weiter und dann abfuckt mit ein paar anderen Moves. Aber gegen Arcani ist das halt nicht dran, ne? Oder generell gegen Feuer-Pokémon. Die haben alle ziemlich große Probleme dagegen. Ich kann mich zu Anfang von Oras erinnern, da war halt Mega Zorbiris natürlich ganz groß. Ist immer noch kein gut dabei, Mega Zorbiris. Aber am Anfang von Oras war es halt wirklich ziemlich krass. Und da haben sich die Leute gedacht, okay, Zorbiris also. Ganz ehrlich, ist mir egal. Zorbiris ist mir sowas von egal, weil wir einfach hier XY dagegen nutzen werden. Hat irgendein Buch XY. Ne? Das war schon nicht schlecht. Und jetzt sogar noch das Gengar, ne? Ja, ich kann leider nicht safe auf Spin to Win wechseln, für den Fall, dass ein Spuk oder so kommt. Oder natürlich Double Team! Wie konnte ich denn Double Team vergessen, ich Depp? Wie konnte ich denn Double Team vergessen? Wir sind lustigerweise aber trotzdem schneller als dieses Gengar. Frag mich ganz einfach, warum sind wir schneller als so ein Gengar? Das ist heftig. Oh, du lieber Gott, das ist jetzt nicht gut, das wollte ich nicht. Weil er jetzt in Healing Range ist. Ah, das ist ärgerlich, der ist jetzt in Healing Range. Nein, wir müssen nur Full Heal. Okay, Full Heal ist okay. Ja, super, super, super. Tja. Rematch mit Morty, Rematch mit Jens. Geglückt, der Typ hat nämlich null Chance gegen uns. Sorry, Jens, aber ich habe heute leider kein Bild für dich, Dude. Okay, aber du darfst unseren Ghostbuster reparieren. Okay. Okay, jetzt fixen wir unseren Ghostbuster und damit können wir jetzt... Ja, nice. Dann können wir jetzt Geister ordentlich identifizieren. Vielen, vielen Dank, Jens. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir verschwinden jetzt von hier. Da oben gibt es zwar noch ein Item, das ich haben will. Und ich glaube, das werden wir uns sogar noch besorgen. Weil, wenn wir schon mal hier sind, warum nicht? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, es war in dem Originalspiel TM14 Schnarcher oder sowas in der Art. Okay, wir können natürlich noch das Item hier holen. Burn Heal, naja, das ist jetzt nicht so der Burner. Ich habe jetzt erst verstanden, dass es ein Joke ist. Das ist jetzt nicht so der Burner, versteht ihr? Und es ist kein Burner, weil es eben Burn heilt. Das ist einfach nur schlecht. Ja. Das ist Brick Break, TM50. What? What? Das war eigentlich Schnarcher in den Originalspielen. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Schnarcher. Aber gut, wenn es halt jetzt kein Schnarcher ist, ist auch okay. Gut, fliegen wir einfach mal nach Azalea City. In Azalea City müssen wir wahrscheinlich jetzt den GS-Ball bei Kurt abgeben. Kurt kennt sich ja mit den ganzen Bällen und so weiter aus. Kurt kennt Balls. Und können wir damit jetzt tatsächlich Sally oder so encountern? Das wäre natürlich ziemlich gut. Ja, mach mal ein Luxury Ball daraus. Come back later. Oder ist dieses Event noch gar nicht drin in dem Game? Wenn das Event nicht in dem Game drin ist, dann können wir es ja gleich vergessen. Ich soll later zurückkommen. Okay, ich glaube, dieses Event mit dem GS-Ball ist noch gar nicht drin. Weil wir müssen auch wieder mit dem GS-Ball vorher was machen. Aber anscheinend ist das nicht wirklich ganz ausgereift. Also hätte das direkt funktionieren müssen, glaube ich. Schade. Dann begeben wir uns einfach nochmal hier in den Eiswart und dann sind wir, glaube ich, in Johto auch schon wieder fertig. Kurzes Intermezzo in Johto, ich weiß, aber was machen Sachen? Hätte ich mir jetzt tatsächlich auch ein bisschen aufregender vorgestellt mit dem GS-Ball. Aber dann halt nicht? Fragezeichen? Okay, weil wie ging das jetzt? Oh shit, warte mal. Der Eiswart war ja komplett anders, ne? Muss ich die Steine wieder schieben? Nee, muss ich nicht, ne? Nee, muss ich zum Glück nicht. Die sind zum Glück schon verschoben, das gefällt mir. Okay, Max Repair, zack. Wo war jetzt nochmal der Wasserfall? Wo war nochmal der Wasserfall? War der hier? Könnte hier gewesen sein. Ich muss noch mal schauen, wo genau der war. Nee, nicht hier. Hier vielleicht? In dem Raum da oben? Irgendwo hier auf jeden Fall. Irgendwo hier in der Art. Nee, dann halt nicht. Oh, okay, dann halt nicht. Ich habe nichts gesagt. Der Regen hält jetzt einfach die Klappe. Schlechtes Erinnerungsvermögen. Ich war mir aber sicher, es war hier. Naja. Was soll's? Dann halt nicht. So, wie geht's jetzt hier weiter? Oh, cool. First try. Nice. Easy, ich gehe auch mal live. So, das können wir vergessen. So, falsch.
Haben wir wieder ein Coinfeld verloren. Links, rechts, rechts, falsch. Okay. Wann ist der Wasserfall hier? Ah, da oben war der, perfekt. So, das heißt, ich muss meinen Star mir jetzt leider auch Wasserfall beibringen. Wasserfall, Kaskade. Und das Lustige ist, wisst ihr, was hier geben wird, Leute? Hier wird Jack Shit geben, also gar nichts. Detect the presence of an unseen ghost, okay. Also, das ist kein Prototyp mehr. Interessant. Okay, machen wir jetzt die Kaskade. Ja, solche neuen Orte zum Beispiel, das ist der Grund, warum ich dieses Spiel teilweise so feiere. Wir könnten ja noch Lugia und so weiter fangen, aber ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir Zeit haben. Mal gucken. Wir können auch, wir haben ja auch Ho irgendwie geklatscht. Geklatscht, ihr wisst Bescheid, Leute. Ja. Okay, Hydro-Pumpe aufs Windturbine kann weg. Das ist ärgerlich, weil Hydro-Pumpe eigentlich ein ganz cooler Move war. Vor allem, um Damage auszuteilen, aber... Ja, in der Situation brauche ich Waterfall drauf. Hier ist ein Höhleneingang. Okay. Okay. Ja, benutzen wir einfach mal Stärke. Das ist, ne? Okay, hier gibt's nichts. Auch wieder sehr enttäuschend. Schade. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Hm. Da habe ich mich wirklich richtig gefreut und dann sowas. Oh Mann. Ich habe mich voll gefreut, dass da irgendwas Cooles ist und dann sowas. Hm. Schade, wurde ich einfach von den Gang getrollt. Oh, RIP. RIP in Pepperoni. Gab es hier nicht auch noch irgendeinen Stein, den wir irgendwie verschieben konnten oder so? Im Drachenpfad war das, ne? Ja komm, wenn wir jetzt schon mal in Johto sind, dann will ich jetzt auch nochmal hier vorbeischauen. Backtracking, Leute, Backtracking immer gut. Ja. Ah, ich habe kein Pokémon mit Whirlpool dabei. Oh Gott. Ja. Also man merkt, glaube ich, dass dieses Spiel schon teilweise 5 Jahre alt ist. Sehr heck. Weil da schon Dinge sind, die einfach unausgereift sind. Und da gibt es einfach welche, die mittlerweile überholter sind. Einfach, da gibt es einfach Dinge, die einfach mittlerweile nicht mehr zeitgemäß sind. Wie sowas in der Art. Pokémon mit Whirlpool. Ist okay. Schöne Alternative, aber heutzutage erwartet man dann doch wieder ein bisschen was anderes, ne? Hm. Ja gut, Leute. Wir sind hier auf jeden Fall fertig. Ich glaube, wir könnten uns halt noch Lugia holen. Und das halt auch wie Ho-Oh dann, wie gesagt, klatschen, ne? Aber... Gibt es da mehr, was wir tun können? Ich glaube nicht. Aber ja, auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen Ghostbuster-Action gemacht. Jetzt können wir wahrscheinlich den Geist hier holen. Und dann geht es weiter mit der Story oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ist leider ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgenommen habe. Naja. Kann man wohl nichts machen, ne? Vielleicht lässt sich wohl leider nichts ändern. Schade, Banane. Egal, auf geht's. Ghostbuster-Action gibt es aber in der heutigen Folge trotzdem. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. The Ghostbuster reveals the Ghost Identity. White Pokémon attacks. Okay, was ist für ein Pokémon ist das jetzt? Hä? Was für ein Pokémon ist das? Ah, ein Apollo sogar. Das ist cool. Ein Apollo. Könnte ich glaube ich sogar fangen, aber wir haben halt schon mittlerweile schon eins. Und das wäre dann Apollo Gengar Nebula Nummer 3. Das brauchen wir wirklich nicht. Weil irgendwann einige gesagt haben, ja, du benutzt das voll auf, man, hör mal auf damit. Okay. Dann halt nicht, Guys. Dann halt nicht, dann werde ich jetzt meine Nebulak oder ich gehe mal jetzt einfach mal ganz spontan auf Nebulak-Entzug. Okay. Oh Mann. Naja, weiter geht's mit der letzten Route in diesem Game wahrscheinlich, die wir hier erledigen können. Und es geht los mit Edna. Edna Crabubble. Was geht ab? Ja. Die Route, ich erinnere mich noch an die Route. Die war cool, die Route. Die war wirklich richtig cool. Also in dem Remake dann. Im Originalspiel fand ich jetzt nicht so cool, aber in dem Remake, da war die richtig nice, hat mir echt gut gefallen. Es gab nämlich so teilweise Pokémon, die du ja im gesamten Spielverlauf nicht gesehen hast, und dann haben die Leute auf einmal so Nidoqueen und so weiter rausgeklatscht. Ich glaube, Quappo gibt es ja auch noch irgendwo, ein Trainer mit Quappo. War schon echt cool.
Raichu. Ja, Raichu ist okay. Raichu kriegen wir, wie gesagt, auch. Raichu hält leider nicht so viel aus, wie wir wissen. Ich meine, wir haben selber Freddy, ne? Und von Freddy wissen wir ja selber, dass das Ding nicht so viel aushält. Ja, okay, aber für einen Flammenwurf reizt anscheinend. Bisschen enttäuscht ist es ja schon, Thylian, ne? Bisschen enttäuscht ist es ja schon. Naja. Wir müssen auf jeden Fall zum Kraftwerk. Im Kraftwerk muss so einiges getan werden, Guys. Und auch im Felstunnel gibt es dann wieder das eine oder andere Event, kann ich euch sagen. Was ist mit dem? Okay, in Rot, Blau, Gelb hatte der zwei Vibros. Das war cool. Die haben nämlich richtig viele Erfahrungspunkte gegeben. Hier hat er ein Dark Trio. Wow. Gefährlich. Dark Trio ist echt gefährlich. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, Leute, Dictry war in der dritten Generation tatsächlich ein Pokémon, das im Overuse zu finden war. Und das ist jetzt kein Scherz. Mit Kraftreserve Käfer. Kraftreserve fucking Käfer. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer hat heutzutage irgendwann mal in seinem gesamten Leben Kraftreserve Käfer gespielt? Und das bewusst. Mir fällt da niemand ein. Deswegen... ja, habe ich immer schöne Erinnerungen an Dictry, Leute. Dictry war ganz lustig. Es gab damals in dem Metagame zwei Pokémon, die immer getrappen wollten. Das war zum ersten Dictry. Dictry hat dann sowas alles mögliche getrappt. Dictry hat Celebi getrappt, Despotter, angeschlagene Hyteras hat's getrappt. Das war schon richtig cool. Und es gab da aber zum anderen noch Magneton. Der Magneton war in erster Linie für sowas wie Panzereron da. Und Metagross hat es hin und wieder natürlich auch nochmal getrappt. Stimmt, Dictry hat auch noch Metagross getrappt, was damals auch noch richtig, richtig gut war. Also Dictry war ein ziemlich dickes Pokémon. Und du hast halt extra wegen Celebi Kraftreserve Käfer gespielt. Kannst du dir das vorstellen? Selbst Despotter hat damals Kraftreserve Käfer gehabt teilweise. Um gegen, Celebi anzukommen. Weil damals Kraftreserve Käfer noch, oder generell die Kraftreserven, waren ja noch unterteilt in physisch und defensiv. Heutzutage leider nicht mehr so. Das ist leider. Es ist möglich halt die eine oder andere coole Kombination, aber ja, eigentlich wünsche ich dir schon, dass es nicht möglich wäre. Du hast noch das alte System bestellen, vor allen Dingen bei den Kraftreserven. Das war nämlich bei den Kraftreserven richtig, richtig gut. Weil du dann auch sowas wie Kraftreserve Flug Garados spielen konntest und nicht auf Bounce oder so angewiesen warst, wenn du den Flugstep reinnehmen wolltest. Ja, du hast zum Beispiel auf Mutalanda auch die Kraftreserve Flug, aber du hast halt immer noch die Alternative zum billigeren Aeroas. Ja. Hat aber nie einer gespielt, weil es halt einfach deutlich schlechter war als Kraftreserve Flug. War halt satte 10 Punkte Unterschied, ne? Die dieser Angriff dann hatte. 10 Punkte können schon mal K.O. bzw. nicht K.O. bedeuten. Deswegen, Leute, sick shit, sick shit. Okay. Ja, ich habe wieder Lust, bisschen Lust, Mr. Satan zu benutzen. Monsieur Hercule! Aber Monsieur Hercule, Mr. Satan. Dragon Ball Super läuft ja aktuell immer noch und ich muss gestehen, ich habe noch keine einzige Folge Dragon Ball Super angeguckt, aber die Kritiken sind ja auch eher mau. Ja, der eine oder andere sagt, ja, das ist voll cool, der andere sagt, ja, es kommt nicht mehr so ganz ans alte Feeling ran. Ich habe jedenfalls keine Ahnung und ich weiß auch nicht, wann ich mir Dragon Ball Super reinziehen werde. Fakt ist, ich werde mir auf jeden Fall irgendwann mal reinziehen, vielleicht sogar noch die kommenden Wochen, Monate, was auch immer, aber... ja, wie sieht eigentlich mit euch aus, Leute? Wenn ihr Dragon Ball Super guckt, könnt ihr das empfehlen, ne? Was ist euer Resümee aktuell? Wenn es geht, natürlich möglichst ohne irgendwelche Spoiler oder sowas in der Art, aber... ja, so ein Resümee von meinen Zuschauern zu Dragon Ball Super. Das wäre etwas, was gar nicht mal so schlecht wäre aktuell. Könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, dass ich da Interesse dran habe. Großes Interesse. Okay. Ich bin gerade in so einer Phase, ich muss wieder richtig viel voraufnehmen. Leute, ich habe jetzt, glaube ich, dreieinhalb Tage Zeit, mehr oder weniger, sagen wir dreieinhalb Tage Zeit, Videos aufzunehmen, hochzuladen und vorzubereiten für die komplette Woche, weil ich, wie gesagt, am Wochenende nicht da bin. Das heißt, Wochenende, eigentlich bin ich mehr oder weniger schon ab Donnerstag nicht da, weil ich dann hier Tim zu Besuch habe und wir dann wahrscheinlich noch hier streamen werden, ein paar Faxen und so. Deswegen, für YouTube habe ich jetzt dreieinhalb Tage Zeit, um die kommenden Videos und so weiter und so fort aufzunehmen. Deswegen mal gucken. Und der gute Tim, der wird nämlich auch Sonntagabend noch hier übernachten, weil seine Bahnverbindungen total schlecht sind. Aber dann muss ich den Tim wohl wahrscheinlich sonntags recht früh rausschmeißen, weil dann wieder Business ansteht. Nee, just kidding, aber... ja,
Das wird ganz lustig. Ja, ich habe ja schon gesagt, wenn er hier ist, wie es aus mit. Ach, guck euch das an, was für ein Zufall, Heiker Tim. Was ein Zufall. Echt krasses Zufall. Aber mit Tim meine ich natürlich nicht Fairmade Let's Play, Leute. Jetzt bitte nicht verwechseln. Mit Tim meine ich meinen den Typen, der auch gerne mal bei Hearthstone dabei war, zwischendurch mal wieder. Den Tim meine ich, ja. Ja, und auf den ist eigentlich, keine Ahnung, mit dem kann man Spaß haben. Und der wird dann halt am Donnerstagabend und am Sonntagabend auf jeden Fall hier sein. Ja, und wie gesagt, da wird auf jeden Fall wahrscheinlich mit den guten alten Tim mal zusammen gestreamt. Ich meine, warum nicht? Ich glaube, das Interesse sollte da auf jeden Fall vorhanden sein bei dem einen oder anderen. So, ich muss jetzt den riskanten Switch wagen, Leute. Und zwar auf Spin to Win. Das Problem ist, dieses Golem kann mit absoluter Sicherheit bestimmt Explosion. Weil es das auf dem Level schon kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich muss trotzdem den Switch wagen, weil ich will nicht, dass Scarabon jetzt hier weggeboomt wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ein drittes Golem kommt, ist natürlich extrem hoch. Und wenn eins kommt, dann kann es auch wieder Explosion. Und ich kriege halt mit Scarabon nur Two-Hit K.O.s hin. Ariaba, okay, das ist jetzt nicht so das, was ich erwartet habe. Deswegen. Ja, okay, der Switch war trotzdem okay. Weil ich jetzt mit Spin-Tool halt Typenvorteil habe, aber. Kannst du vorher nicht wissen. Es sah für mich so aus, als ob erst ein drittes Golem kommt. Aber okay, dann halt nicht. Hau rein, Tim. Ja, dann können wir, glaube ich, so am Donnerstag mit Tim zusammen sogar ein bisschen Hearthstone streamen. Das wäre doch gar nicht mehr so bad. Kommt, glaube ich, sogar ganz gut an. Glaube ich. Schauen wir mal. So. Heidi. Cool, Heidi. Heidi Klum, wo ist mein Bild? Wo ist mein Bildchen? Okay, ich glaube, wir werden direkt straight zum Kraftwerk gehen. Vielleicht vorher noch unsere Pokémon heilen, in dem Pokémon Center, das sich hier befindet. Dann gehen wir halt direkt zum Kraftwerk. Encounter das Event, gehen dann in die Pokémon Arena. Machen das mit diesem Team Rocket Rüpel, der sich dort befindet. Da war ja irgendwas mit dem Team Rocket Rüpel, wenn ich mich recht entsinne. Und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich wusste selber nicht, dass die letzte Beta zu Shiny Gold X erst vor 5 oder 6 Jahren released worden ist. Ich war mir sicher, die letzte Beta zu Shiny Gold X kam erst vor kurzem raus oder so aus der Art. Ich dachte, an dem Hack wird noch gearbeitet. Leider nicht, Leute. Leider nicht. Das ist extrem ärgerlich. Vor allem extrem schade, weil, wie gesagt, Shiny Gold X war einer meiner ersten Hackraums überhaupt. Hab mich mehr oder weniger halt auch in diese ganze Pokémon-Hack-Szene gebracht. Und war einer der Gründe, warum ich dann angefangen habe, diese ganzen Pokémon-Hacks zu suchten. Und was letztendlich dazu geführt hat, dass ich mehr oder weniger zum Let's Playen kam. Wegen Munching Orange, ne? Ihr wisst Bescheid, Pokémon Naranja. Ich kam da irgendwo nicht weiter, weil es halt spanisch war. Habe einfach mal auf YouTube geschaut. Da habe ich ein Let's Play von Munching Orange gefunden. Immer schön die Begrüßung von ihm. Buenos Nachos, bienvenidos a Pokémon Naranja. Und ich so, was ist hier los? Buenos Nachos, ja, gute Nacht, ja. Ja, das war schon krass. Gute alte Zeit. Und irgendwann habe ich halt auf seinem Profil so gesehen, ja, er nimmt mit Camtasia auf. Und da habe ich mir das Programm auch besorgt. Und somit fing das Abenteuer Retchi Bang an, Leute. Hier ist noch ein Item, by the way, oder? Nee, ist nicht, okay. Ist das Amelia? Ah, das ist Amelia. Okay, die beschäftigt sich auch mit dem Problem. Ja, die macht auch hier ein bisschen mit dem Power Plant rum. Okay. Team Rocket Member, okay. Und der wird in Cerulean City vermutet. Das ist gut. Okay. Bis dann, auf zum Magnetzug, aber der fährt doch noch gar nicht. Das ist doch kaum. Ach, egal, vergessen wir es. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nach Cerulean City. Wo ist denn jetzt hier der Typ? Der Kraftwerkinhaber. Das ist der, ne? Das ist der Kraftwerkinhaber. Ich muss aber gestehen, die Grafiken hier sehen schon gar nicht mal so schlecht aus. He's ready to blast someone. Mit seiner Blitzkanone. Ich fand diese Anspielung mal lustig. Oh, wenn ich den Typen erwische, der wird meine Blitzkanone zu spüren bekommen. Das ist richtig, richtig brutal. Stellt euch mal vor, so einen Typen, der bewusst einen Menschen mit Blitzkanone abfeuert. Okay. Gut, dann hätten wir das auch noch. Haben wir endlich das Power Plant Event mehr oder weniger ausgelöst. Und dann können wir damit jetzt erstmal nach Cerulean City, nach Azuria City. Und dann geht's so langsam sicher auf Richtung Abenteuer. Letztes Gym. Letzte Arena. Okay. So, da ist er. Der gute alte Rocket-Rüpel. Bla 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 bla. Und die Originalspiele sind ja sogar so, dass er eine Art Sprachfehler hat. Oder so ein Dialekt, mehr oder weniger.
Ich glaube nämlich, dass es in der englischen Version so war, dass er sogar wirklich so einen Sprachfehler hatte. Dass er halt irgendwie, keine Ahnung, gestottert hat oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Okay, wo ist denn jetzt das Item in der Arena? Nicht hier? Warte, jetzt muss ich auch noch das Item in der Arena suchen. Oh, sweet Jesus. Okay, dann suchen wir halt das Item in der Arena jetzt. Okay, wir suchen das Item in der Arena. Okay, am Steg ist wahrscheinlich nichts. Es müsste vielleicht sogar irgendwo im Wasser sein. Und. Nee, da ist nichts. Da ist auch nichts, okay. Vielleicht irgendwo am Rand. Okay, schauen wir mal. Statue? Nee. Okay, weiter geht's. Ich will auf jeden Fall die Spule in der heutigen Episode finden. Na, oder müssen wir erst raus und der sagt uns dann, wo genau das war. Keine Ahnung. In dem Spiel ist alles ein bisschen anders. Draußen ist es alles anders. Okay, es ist nicht auf dem Steg anscheinend. Wir sind jetzt die Hälfte des Stegs durch. Wie das aussieht. Oder aussehen muss. Voll abfärben hier. Na, ich glaube, ich muss vorher mit dem Rüpel sprechen. Hat der sogar die Spule? Keine Ahnung. Naja, Leute. Vielleicht ist es auch irgendwo anders im Wasser. Ich weiß es nicht. Egal. Jedenfalls mache ich, glaube ich, hier an sehr schnell erstmal einen Cut. Leute, ihr wisst Bescheid, wenn euch die Episode gefallen hat. Einen Daumen nach oben ist gerne gesehen. Und ansonsten, Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig. Und ciao, euer Regi.